Experimente haben wir drei verschiedene Seele. Bio, Chemie und Physiksaal. Im Computer- und im Laptop-Saal können wir mit einer Lehrkraft im Internet arbeiten. Das BOTS ist ein Berufsorientierungssaal. Da können wir uns über Berufe informieren. In der Küche wird gekocht und gebacken. Im BK-Saal kann man malen, basteln und unterrichten. Außerdem haben wir dort die schönste Aussicht der Schule. Im Werkraum wird mit vielen verschiedenen Materialien, zum Beispiel Holz, Papier oder Metall, gebastelt und gebaut. In der Bücherei können wir in der zweiten großen Pause reinschnuppern und Bücher ausleihen. Im Nähzimmer können wir jeden Montag nach der Schule mit Frau Decker viele schöne Sachen nähen. Beim Schulsozialarbeiter lernen wir miteinander umzugehen und dass wir immer nett zueinander sind. In der Sporthalle turnen wir und spielen Spiele. Wir haben eine große und eine kleine Halle. Im Sportunterricht, wenn es schönes Wetter ist, gehen wir auf den Sportplatz. Manchmal gehen wir auch in den Wald joggen. Das Außenklassenzimmer wurde von den Schülern der höheren Klasse und Frau Decker gebaut. Im Kiosk kann man in den zwei großen Pausen Essen kaufen. Da arbeiten Frau Klug und Frau Schwinn. Guten Morgen, Patrick. Apfelsaft. Gehen wir nach der Schule Quallen fischen? Nein, SpongeBob, lass uns in den Club Tauben Nüsschen gehen. Und danach zu Sandy? Nein, keine Lust auf Sandy. Wir sind danach müde. Was willst du eigentlich mal werden? Kann ich Tomatensaft pflanzen oder Apfelsaftrestaurant bauen? Keine Ahnung. Lass doch mal zum Bots gehen. Nein, geh du lieber allein. Guten Morgen, Mr. Boss. Guten Morgen, wie kann ich dir helfen? Patrick fragt, ob man Tomatensaftbauer werden kann. Ja klar, aber was möchtest du denn werden? Chemikant oder Burgerbrater. Ich hätte da, glaube ich, einen Job in der großen Krabbe. Komm morgen wieder vorbei, dann sage ich dir Bescheid. Okay, danke. Was ist das, Butz? Also, das BOTS ist das Berufsorientierungszentrum. Dort haben wir uns gelernt, mit Berufen, die uns interessieren würden, uns besser auseinanderzusetzen. Der Herr Rotzler ist unser Berater, sitzt sozusagen im BOTS zuständig. Der beratet uns, da, was unsere Stärken sind, für welchen Beruf und was uns gut liegen würde. Wir haben zum Beispiel auch gelernt, wie wir Bewerbungen schreiben, Lebensläufe. Habt ihr Unterstützung bekommen in deinem Fach in der 8. Klasse? Ja, also wir haben einen WPF-Kurs Wirtschaft und Verwaltung und da kriegt man
viel über das Beruf, über den Beruf erzählt, den man ausüben will. Auch im Praktikum unsere Klassenlehrerin in diesem Kurs hat uns unterstützt. Was erfährt man im Bots eigentlich sonst noch? Wir haben zum Beispiel Tests gemacht im Internet auf Seiten wie berufe.net.de, die uns halt zeigen, für welche Berufe wir geeignet wären. Arbeitsstellen in Verbindung? Einfach ja, mal. Ich habe Kontakte zu Arbeitgebern. Ich persönlich, aber auch die Schule hat hier Kontakte zu Arbeitgebern. Die Schule hat ja auch Kooperationsverträge mit einmal in Freinsheim das Compassio, das ist ein altes Pflegeheim, mit zugehörigen Ausbildungsbetrieben im Pflegebereich und dann noch mit ganz vielen Handwerksbetrieben. Da gibt es ja auch eine Kooperation mit der Handwerkskammer. Und da sind viele Ausbildungsbetriebe drin, die auch auf der Internetseite von der Schule aufgelistet sind übrigens. Was möchten die meisten Schüler bei Ihnen im Bots eigentlich werden? Nee, es gibt kein Thema, was sie werden möchte, sondern sie können sich hier im Bots informieren über das gesamte berufliche Umfeld, was so alles auf sie zukommen kann. Deswegen gibt es ja auch das Bots. Das Bot soll ja der Schwerpunkt sein für die Berufsorientierung hier in der Schule. Und da kann sich jeder Schüler über erstmal seinen Wunschberuf mit verschiedenen Medien, sei es erstmal was Ausgedrucktes, wie wir es da vorne haben, oder einfach dann auch über die PCs, über die verschiedenen Internetmöglichkeiten, über die Agentur oder Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer einfach informieren. Macht man auch in Bots was zum Thema Hartz IV? Eigentlich direkt zu Hartz IV macht man nichts, weil eigentlich ist das Thema ja vom Bots, euch nicht in Hartz IV zu bringen, sondern die Grundidee vom Bots ist ja, euch in eine Ausbildung zu kriegen. Wie findet ihr, dass das Außenklassenzimmer gebaut wurde? Also ich finde es gut, da das mit Hilfe von den Schülern gebaut wurde und dass man irgendwie nicht irgendwelche Arbeiter geholt hat, die das gemacht haben, sondern mit der Unterstützung von den Schülern, dass es gebaut wurde und dass was Schönes entstanden ist. Sehe ich genauso. Also jeder wurde hier einbezogen, egal welche Klasse. Sehr schön geworden. Ich finde halt eben gut, dass die Schüler selbst was dafür machen können und dass sie in Zukunft dann auch hier draußen am Unterricht teilhaben können, an Sachen, die sie selbst gebaut haben oder wo sie selbst mitgeholfen haben. Da kann man wenigstens mal ein bisschen chillen und sieht dann wenigstens mal ein bisschen hübscher aus. Ja, es wurde auch so voll schön gebaut und wir haben uns auch alle voll die Mühe gegeben. Und hat auch voll Spaß gemacht, mit den Lehrern das zum Bock zu machen. Was gefällt euch am Außenklassenzimmer am besten? Ich finde es am besten, dass man hier so viele Sitzmöglichkeiten hat und dass es Schatten hat. Also ich finde die Bilder, die sind richtig cool. Mhm. Man kann hier sitzen, man kann da oben sitzen und man kann auch rumlaufen. Also am meisten gefallen mir die Graffitis und auch allgemein halt. Das ist einfach ganz cool. Mir gefällt es, dass wir das hier gebaut haben und die Graffitis. Und dass man hier im Schatten sitzt. Also mir gefällt am Außenklassenzimmer, dass es so nicht so halt aussieht wie ein Raum und nicht so langweilig ist. Man kann sich hier auch überall draufsetzen und schon ein bisschen rumklettern da hinten und hier. Das finde ich halt auch schön. Finde ich auch. Also ich finde, dass es halt aus Baumstämmen gemacht wurde. Da hat man halt viel Arbeit reingesteckt und ja, das ist schön geworden. Ich finde es halt cool, dass sie das genau hier gebaut haben. Wisst ihr, so mit Schatten so und so, ja, auch so frische Luft und so. Okay. Wie findet ihr, dass unsere Schule Projekte hat, also das mit der Polizei und so? Ja, ich finde es gut, dass immer irgend sowas ist, nämlich
Es sollte abwechslungsreich sein, also es sollte irgendwas geben, was auch manchen Kindern irgendwie Spaß macht, die vielleicht in die Richtung Polizei gehen wollen oder irgendwas anderes. Da finde ich das immer gut, dass irgendwelche Leute vorbeikommen und auch mal was erzählen und den Beruf irgendwie den Kindern mehr beibringen. Also ich finde das schon schön und auch eigentlich sehr spannend. Ja, also ich finde, diese Projekte die helfen ja auch weiter und so, dass man halt, ja, zum Beispiel diese Projekte, das macht halt Spaß und man hat Abwechslung von Unterricht. Also ich finde es gut, dass an der Schule so viele Projekte gemacht werden, auch verschiedene AGs und es auch Nachmittagsangebote da sind für Schüler, dass sie sich halt eben aus vielen Sachen was aussuchen können, was ihnen Spaß macht. Also ich fand es gut, dass zum Beispiel jetzt die Polizei da war und dass wir ein paar Sachen erfahren haben. Also ich finde es eigentlich gut. Das ein Tag. Alter, ich bin fertig. Ich auch. Ich bin schon längst fertig. Ich will nur noch nach Hause. Ja, okay, lass uns gehen. Mist, die Tür ist abgeschlossen. Oh, scheiße, wie kommen wir jetzt raus? Wir gehen ans Sekretariat. Ja, und was machen wir dort? Anrufen. Oh nein, das Telefon ist kaputt. Psst. Hört ihr das? Da unten ist jemand. Amelie, komm, wir gehen mal runter. Da sind drei Leute. Los, schnell, versteck dich. Sie sind von einer anderen Schule. Ich hab Angst. Sie wollen das Smartboard klauen. Das Telefon ist repariert, der Kabel war durchtrennt. Ich habe es mit Tesafilm zusammengeklebt. Ruf die Polizei. Hallo, hier in der Realschule Plus Weißheim am Berg wird gerade eingebrochen. Kommen Sie schnell. Ja, okay, wir kommen so schnell, wie wir können. Die Polizei ist gleich da. Yay, die Polizei ist da! Henno, Sie sind verhaftet. Sie kommen mit. Sofort alle in das Auto. Danke, liebe Kinder. Ihr habt das gut gemacht. Hallo Albert, was meinst du, warum gibt es Mobbing? Weil manche Leute wissen nicht, was Mobbing ist und deshalb mobben sie die anderen Leute. Das finde ich eine sehr gute Aussage. Wurdest du denn schon mal gemobbt? Nein. Okay. Hast du schon mal gesehen, dass ein anderer gemobbt wird? Ja, habe ich. Hast du schon mal einen Freund von dir gemobbt? Ja. Wolltest du ihm helfen? Ja, wollte ich. Hast du es hingekriegt? Nein, es war zu schwer. Okay. Du hattest bestimmt Angst, dass du dann auch gemobbt wurdest. Dass du dann auch gemobbt werden wurdest, oder? Ja. Okay. Hast du denn schon mal was vom Cybermobbing gehört? Nein. Das ist, wenn eine bestimmte Person über das Internet gemobbt wird, beziehungsweise sie wird verunstaltet. Hast du davon schon mal was gehört?
Ja, habe ich. Wusstest du das schon mal, dass Mobbing zum Selbstmord führen kann? Wusstest du das? Ja, wusste ich. Das ist das Schlimmste. Heute haben wir einen bestimmten Gast bei uns. Lani, wurdest du schon mal gemobbt? Ja, wurde ich. Und wie hat es sich für dich angefühlt? War es sehr schlimm für dich oder hast du auch schon mal darüber geweint? Geweint, klar, aber schlimm war es in der ersten Klasse. Findest du, das Mobbing ist hier an der Schule schlimm oder beziehungsweise wie ist es jetzt? Also momentan geht's eigentlich. Also ich sehe halt aus meiner persönlichen Sicht seltener diese Art halt von Mobbing. Was hat dir geholfen, dass das Mobbing besser wurde? Also die E-Helferinnen, die ich gekriegt habe, das kann ich schon seit der Grundschule, dann auch die Klassenlehrerin, die Frau Pahle halt, und dann noch ein bisschen die Frau Gut, ein Haufen anderer Lehrer, von denen ich den Namen nicht mehr so genau weiß. Findest du, dadurch wird dein Leben etwas blöder? Also dadurch wird dein Leben etwas schlimmer durch das Mobbing? Ja, also ich hatte schon eigentlich so, naja, ich wollte ein paar Mal auf die Fenster springen, also ja. Okay, das finde ich irgendwie ein bisschen sehr traurig. Zum Glück bist du nicht aus dem Fenster gesprungen. Zum Glück sitzt du jetzt noch hier und wir können ein Interview machen. Hallo, jetzt sind wir in dem Büro von dem Sozialarbeiter. Was tun Sie gegen Mobbing, wenn Sie merken, dass an der Schule jemand gemobbt wird? Also wenn Schüler gemobbt werden, dann kommen die meistens zu mir, sitzen hier auf der Couch und sagen mir, was es dann so geht. Und da gibt es ja meistens mehrere Beteiligte beim Mobbing. Und in Rücksprache mit dem Schüler hole ich dann die Beteiligten hier dazu und dann versuchen wir, das einfach mal zu besprechen, warum denn gemobbt wird. Und vor allem, was denn in Zukunft passieren wird, dass es nicht mehr auftaucht. Außerdem, das kennst du ja auch, wir machen ja soziales Lernen hier als Fach, was ich mache. Ja. Und das ist auch ein ganz großer Bereich, das Thema Mobbing, wo wir einfach versuchen zu besprechen, wie kann man sich davor schützen, wie fühlt sich das an, auch zu mobben oder auch Opfer zu sein. Und vor allem auch heutzutage immer mehr, wie gehen wir mit so Sachen wie Internetmobbing um. Genau, das versuchen wir forschen zu bearbeiten. Warum ist es so wichtig, was gegen Mobbing zu tun? Weil ich glaube, dass die Opfer, die gemobbt werden, sehr darunter leiden. Und wir wollen natürlich, dass sich alle hier wohlfühlen an der Schule, dass alle hier reinkommen können, Aufgaben machen können, Freunde finden können und nicht mit Angst hierher kommen müssen. Okay. Guter Stoff, lass dich damit nicht erwischen und bring mir das Geld morgen. Ja? Herr Kahn, ich muss mit ihm mal reden. Hallo Emily, komm rein, setz dich. Ich mache so meine Freundin einen Drogenbruch. Oh, okay. Magst du mir sagen, wer das ist? Nein. Okay, gut. Hat sie das schon häufiger mal gemacht? Ja. Weißt du das? Ja? Mhm. Okay. Weißt du, warum sie das macht? Nee. Keine Ahnung. Hast du mit ihr schon mal drüber gesprochen? Ja, aber die hört das nicht mehr. Ne? Hast du eine Idee, was wir machen könnten noch? Mhm. Du willst mir nicht sagen, wer es ist? Ja. Glaubst du, dass du sie überreden könntest, dass sie vielleicht mal zu mir kommt, dass ich mit ihr noch drüber reden könnte? Ja. Ja, meinst du? Glaubst du, sie wäre bereit, mal so eine Drogenberatung in Anspruch zu nehmen? Ja? Mhm. Okay, dann frag sie doch mal, ob sie zu mir kommen könnte und sag ihr noch mal, was wir hier besprechen, bleibt erstmal unter uns. Okay. Okay? Sollen wir das noch machen? Ja. Okay, dann reden wir mit ihr und dann morgen um diese Zeit treffen wir uns mal hier mit ihr, okay? Mhm. Alles klar.
Freundin Drogen nimmt. Sie wollte mir noch nicht den Namen sagen. Das kennt sie, weil sie da dich nicht verraten wollte. Wir hatten vereinbart, dass ihr miteinander nochmal sprecht und dass du vielleicht mal zu mir kommst. Ja. Finde ich gut, dass du das gemacht hast. Wie sieht's denn aus? Nimmst du Drogen? Ja. Ja? Hast du das häufiger schon mal gemacht? Zweimal. Zweimal, okay. Machst du das alleine oder sind da mehrere noch dabei? Freunde. Freunde sind noch dabei? Magst du mir sagen, was du da so nimmst? Gras eingeschlagen. Ihr raucht das? Ja. Okay. Wie fühlt sich das an, wenn du geraucht hast? Komisch irgendwie. Komisch? Oder ist es auch so, dass du dann gut gelaunt bist und lustig bist? Ein bisschen. Ein bisschen, ja, okay. Kannst du eigentlich auch ohne sowas lustig sein? Ich glaube schon. Ja? Wenn du das so weitermachst, was glaubst du, wo das hinführt? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Ich gebe dir ein paar Beispiele. Ich kenne ein paar Leute, die haben das gemacht. Die fangen dann irgendwann mal an zu klauen, weil das Zeug kostet ja Geld, ne? Mhm. Und dann landen die irgendwann mal im Gefängnis. Das ist so das eine. Und das andere ist, die interessieren sich für Schule überhaupt nicht mehr. Die interessieren sich nur noch dazu, gut drauf zu sein. Das heißt, die kriegen hier keinen Schulabschluss. Und irgendwann bereuen sie es, dass sie das gemacht haben. Willst du den Weg gehen? Okay. Ich habe einen Vorschlag für dich. Entweder wir treffen uns öfters mal hier und du bist offen zu mir und sagst mir, ob du es weitermachst oder nicht. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, in der Dürkheim gibt es eine Suchtberatungsstelle, dass wir da mal gemeinsam hingehen oder dass du alleine hingehst, je nachdem, wie du das willst. Wollen wir das mal angehen? Ja. Okay, finde ich gut. Weil du kannst bestimmt auch tolle Erlebnisse haben ohne das Zeugs. Machen wir das? Ja. Okay, super. Ey, brauchst du Stoff? Nee, danke. Ich brauche das Zeug nicht mehr. Aber ich brauche Geld. Und Pech? Wohin würdest du hinfahren mit deiner Klasse, wenn du sie jetzt aussuchen könntest? Nach Rio. Warum? Weil es dort einen Strand und eine Sehenswürdigkeit gibt, die ich gerne mal anschauen will. Wo würdest du von der Klassenfahrt aus, von dir aus hinfahren? Nach Sandfurt. Und warum möchtest du nach Sandfurt fahren? Weil es da schön ist, da ist Strand und Wasser und da gibt es schönes Wetter. Wo würdest du hinfahren auf Klassenfahrt, wenn du es dir aussuchen dürftest? Nach Russland, nach Moskau, weil es dort schöne Sehenswürdigkeiten gibt. Da kann man immer schön Tschaschlik essen. Satru, ich habe gehört, dass du mit deiner Klasse gerne nach London fahren willst. Salam, und London ist ein Ort, wo es gut ist, weil die Abo und Hawaii gut ist und die Menschen gut haben. Und wir möchten, dass wir nach London gehen. Das war Dari. Johannes, wo wart ihr wirklich auf Klassenfahrt? In Grünberg. Welche Sehenswürdigkeit gab es dort? Wir sind in die Grube Fortuna gefahren. Begehbares Herz sind wir gegangen in die Kinderakademie. Kirill, wie hat euch die Klassenfahrt gefallen? Ganz gut. Edgar, wie lange hat die Fahrt dorthin gedauert? Ungefähr 2 Stunden. Johannes, wie seid ihr dorthin gekommen? Mit dem Bus. Was war das Beste an der Klassenfahrt? Es hat Spaß gemacht, dass wir halt lange aufbleiben durften, dass wir halt nicht um 8 schlafen gehen mussten. Wir durften schon bis so 11. Kirill, warum war die Klassenfahrt so cool? Ja, dass man mit einer Klasse mal irgendwo hinfährt, mal zusammen was man mal macht und mal woanders sein statt in der Schule. Satru, gab es bei euch auch Klassenfahrten? Nein. Satru, möchtest du gerne mal eine Klassenfahrt mitfahren? Ja.
Egal ob in der Turnhalle, auf dem Sportplatz oder bei Tischtennis. Es kann immer etwas passieren. Mein Bein tut weh. Oh nein, Tim, hol schon mal den Arztkoffer. Okay. Da ist ja schon der Krankenwagen. Hallo, wo liegt das Problem? Okay, das Bein sieht schlimm aus. Wir müssen sie wohl mitnehmen. Ah, Lena, du bist wieder da. Tim, kannst du mir helfen? Ja, klar, kein Problem. Also Augen auf beim Sport. Thank you.